So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part waren wir erfolgreich unterwegs als Verkehrssünder, sprich als Raser. Heute müssen wir mal wieder das Gesetz hüten, fangen dazu den Contact Sport an, Schnelleinsatz. Und wir müssen nach Beer Hollow fahren, so schnell wie es geht. Und dazu haben wir den ja, Königseck Agera sowie den Königseck... Königseck CCX natürlich. Welchen nehmen wir da? 300. Nehmen wir wieder den Agera. Wir sind ja beide bereits gefahren. Und dann sollte das eigentlich auch passen. 3 Minuten 50 haben wir Zeit für 15.000 Kopfgeld. Im letzten Part beschwere ich mich noch, dass es so langsam geht als Raser. Und jetzt wird es hier immer mehr und mehr und mehr. Danke dafür. Ich glaube, man muss mal eine lange Folge als Raser einschieben. Oder Zwinger, Zwinger. Okay, Contact Sport 17,7 Kilometer und dazu 3 Minuten Zeit. Bei schönem Wetter mit schön zu schnellem Auto. Ob das gut gehen wird? Jetzt ist wieder mit Zeitstrafen, also wir kennen's. Ist ja nichts Neues. Also allgemein ist das Spiel doch relativ... Naja, keine Ahnung, wie findet ihr das? Ich meine, es ist halt irgendwo... Es macht mir Spaß, keine Frage. Aber... Es ist so, dass ich ja gar nichts sehe, wo ist mein Licht jetzt? Na super. Bitte, hör auf zu blinken. So, jetzt kann ich auch wieder besser fahren. Das siehst ja nichts. Wie findet ihr das Spiel? Weil ich meine, irgendwie, es macht, wie gesagt, Laune. Aber irgendwo, ist es halt immer so ziemlich das Gleiche. Fahre da so schnell hin, wie es geht. Stelle so und so viele Raser in der und der Zeit. Und was weiß ich nicht alles. Und das ist halt, finde ich jetzt halt irgendwie, also... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das so gerne als Zuschauer sehen wollen würde. Gut, ihr seid ja sowieso total fanatisch, was Need for Speed angeht. Ja, wo geht's denn da rein? Aha. Ja, klasse. Abkürzung verpasst. Schaden. Toll. Naja, ich weiß nicht, ich finde, das haben sie irgendwie... Das Spiel an sich ist schon lässig, es macht schon Laune, aber... Ich finde irgendwie nicht, dass das so eine extreme Langzeitmotivation bietet, wie sonstige Need for Speed-Titel machen. Ne? Weil hier hast du ja eigentlich nur das Ziel, ja, erreiche Level 20. Oder halt das höchste Level, es müsste 20 sein. Aber du hast jetzt nicht irgendwie, wo du sagen kannst, ja, das und das möchte ich noch schaffen... Sondern du magst halt einfach dein Rennen, so schön stupide. Warum lenke ich nicht? Fuck, das wird nichts. Da ich eh eigentlich relativ langsam unterwegs war. Ich sehe hier nicht, wo es reingeht, ja toll. Noch keine Abkürzung. Und jetzt muss man hochschauen, 2,50 und noch 5 Kilometer. Das hat sich genau gelohnt. Oder halt auch nicht. Naja, ich meine, vielleicht sagt der eine oder andere ja, so zum Chillen nach der Schule, Arbeit passt das schon, das Spiel, aber ich würde mir das jetzt halt nicht irgendwie wann anders angucken, beziehungsweise spielen. Und es gibt natürlich auch bestimmt den einen oder anderen von euch, der sagt, oh, geiles Spiel. Gut, ist halt Need for Speed. Macht immer Bock, Need for Speed ist geil. Oh, zieh doch die Handbremse nicht so arg. Ja, klasse. Ihr seht, Zeit ist vorbei. Scheiße. Das
Es ist so einfach, das Rennen. Ich habe jetzt so viel Scheiße gebaut und bin so schlecht gefahren, aber trotzdem hätten wir es an sich, wenn ich den letzten Crash nicht gemacht habe, vielleicht geschafft. Aber na gut. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Okay, jetzt ist Licht an. Ich finde, der Titel an sich selber ist richtig gut umgesetzt. Also du hast ja viel Möglichkeiten, du kriegst viele neue Autos, was es irgendwo auch nicht langweilig macht. Aber ich sage jetzt mal so, ich hätte keinen Vollpreistitel dafür gezahlt, wenn ich es davor gesehen hätte. Weil ich hätte kein Geld für einen Vollpreistitel gezahlt, wenn ich es eben davor schon gesehen hätte, das Spiel. Gut, ich habe jetzt halt an sich selber auch keine 40, 50 Euro dafür gezahlt. Aber das tut jetzt halt hier nichts zur Sache. Das Spiel gibt es ja derzeit für 20 Euro. Gibt es immer so Kollektionen oder wie man das schimpft. Und dort ist das ja immer. Oder sind ja viele Spiele extrem günstig. Ja gut, extrem günstig kann man jetzt bei 20 Euro auch nicht sagen. Das wird für euch oder bei dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich, ja, ich sag jetzt mal, Taschengeld im Monat sein oder so. Gut, bei mir jetzt halt nicht direkt, aber. Ah Mann! Das war jetzt halt unnötig. Da links geht's jetzt halt erst rein, es ist voll spät. Naja, jetzt sind wir immerhin schon mal hier. Aber wir haben auch schon 3 Sekunden Zeitstrafe. Und das muss ich sagen, gefällt mir nicht. Aber gut. Würde mich mal interessieren, was ihr so von dem Spiel an sich haltet. Es ist halt mal wieder ein ursprüngliches Need for Speed. Ich weiß nicht, warum ich das Thema heute so ausschmücken will, aber. Ja, ist halt so. Gott, wie peinlich. Und dem auch noch hinten drauf. Schön nochmal 5 Sekunden. Wegen 2 unnötigen Sachen. Nö, vergiss es. Die Abkürzung fahre ich nicht. 5 Kilometer, 1 Minute. Okay. Ich ahne Böses. Okay, 40 Sekunden, 2 Kilometer. Oh. Lischi, hau drauf. Die Abkürzung fahren wir nicht. Die paar Sekunden. Schaffen wir locker. Und, 10 Sekunden Zeitstrafe. Und haben trotzdem noch 10 Sekunden Zeit. Okay. Und das passt. Jetzt kann ich mich auch in der Nase kratzen. Ja. Ja, oh, dich mal neues Level aufgestiegen, dass es sowas noch gibt. Okay, dann haben wir jetzt noch ein Races, und zwar Hard to Handle Interceptor. Das wird lustig. Dann nehmen wir jetzt den CCX. The Spirit of Performance. Wir haben 2 Helis, 1 EMP und 4 Straßensperren. In 4 Minuten sollten wir alle, oder sollten wir den einen Race stellen. Das dürfte keinerlei Problem darstellen, hoffe ich. Nur, unsere Karte fällt gerade mal 329. Verstanden, Streif. Interceptor einer der Verkehrsaufsicht ist unterwegs. Also bei mir fährt er nur 150. Aber komm, jetzt geht man.
Zwei Heli. Straßensperre. Netz gestellt. Okay. In 59 Sekunden und 58 Hundertstel. Passt. Das würde ich sagen, lass mal gelten. Komischerweise. Aber. Okay. Zwei neue Belohnungen. Passt. Ein neues Auto und einmal Fahndungsstufe erhöht und als erstes Fahndungsstufe erhöht. Beziehungsweise Beförderung erhalten. Ja, seit dem 1.3. Spiel schon 86 Verhaftungen und jetzt seit Sergeant Fleshy. Sehr geahnt. Als Auto haben wir jetzt bekommen, vielleicht den Bugatti, vielleicht aber auch nicht. Ne, den McLaren F1, yes! Ha, geile Karre. 970.000 von 1994, legendär. Geiles Baby. Ja, damit haben wir jetzt hier das neue Hard Target. Hot Pursuit, kämpfe dich durch die Begleitfahrzeuge und stelle die drei Verons, die auf Grand Ocean Road in Richtung Süden rasen. Auf 21 Kilometer, drei Autos. Passt, ja, den nehmen wir natürlich. Und das hören wir uns auch an. Und ich trinke was in der Zeit. Der von Gordon Murray entworfene McLaren F1 war 7 Jahre lang das schnellste in Serie gebaute Auto. Es gibt zwar noch schnellere Wagen, aber der McLaren F1 ist immer noch das schnellste Serienauto mit Saugmotor. Am 31. März 1998 erreichte er 391 Stundenkilometer. Der McLaren F1 wiegt lediglich 1140 Kilogramm und besitzt einen von BMW speziell gebauten 6,1 Liter V12 und eine ausgefeilte Aerodynamik. Der Wagen hat keine Servolenkung oder Bremsunterstützung und verlangt seinem Fahrer einiges ab, belohnt ihn dafür aber mit einem einzigartigen Fahrerlebnis. Das haben wir uns schon mal angehört, deswegen breche ich es jetzt halt ab. Das hat man schon mal, als wir diese eine Herausforderung gemacht haben. Und da sind wir den ja auch schon gefahren und da haben wir uns angehört. Hä, 7 Verhaftungen, gerade waren es 3 Stück. Oder vielleicht waren 3 Bugattis mit. Ja, aber das Auto ist geil. Da, McLaren fährt auch mit, okay. Bugatti fährt auch mit, Spider. Und hinterher, ab die Luzi. Okay, 2 Helis, 4 Sperren, 4 Nägel und 4x EMP. So, 391 fährt die Karre. Und dann schnappen wir den uns hier mal. Eine Sperre holen wir uns. Nein, der jetzt hat er uns gecrashed. Zur Heli holen wir uns natürlich auch gleich. Okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Mal schnell hinterher. Unsere Karre ist jetzt halt extrem demoliert. Ja. Klasse, jetzt sind wir gleich komplett kaputt. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Dann holen wir uns gleich die nächste Sperre. Bestätige. Straßensperre ist in Position. Penner. Die Luftverfolgung bestätige Treffer, Ziel bewegungsunfähig. Ah, jetzt bin ich total schaden, oder? Also
der ist jetzt halt weg, der nächste, wo wir erwischen, auch. Bumm. Habe einen Strafzettel ausgehändigt. Verfolgung ist unterwegs zum. So, der ist auch weg. Der ist auch komplett tot. Der ist weg. Passt. Die Bugatti hat auch noch einen Treffer kassiert. Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. So, Nagelband. Passt. Straßensperre holen. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Straßensperre mit 1050, alle vorrücken. So, den Heli holen wir uns. Anforderungen erhalten, wir haben unsere Position. Achtung, Verdächtiger wird ein Nagelband abgerufen. Bumm! Hatte Kontakt, Fahrzeug ist beschädigt. Fahrzeug ist nicht. Hat schön den anderen auch mit rausbumst. Ey, du bist ein Depp. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Nein! Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Verteilung. EMP-Treffer, ach, das zählt. Und der ist weg. Anerkennung erhalten. Gecrashed? Was? Oh, unser Bild wird schon dunkel. Okay, jetzt ist es hart an der Grenze, jetzt müssen wir aufpassen. Durch Heli gestellt, klasse Heli. Jetzt brauchen wir nur noch den und wir haben noch mehr, massig Zeit, dann holen wir uns den mal. Holen wir uns jetzt so und dann ist das Rennen auch vorbei. Durch EMP gestellt. Nein, nicht mal. Dann stellen wir den halt durch Nagelband. Ne, durch Heli? Ne, auch nicht. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole. EMP freigegeben. Over. Das fällt hier auch ganz langsam. Also der weiß schon, was ihm blüht. Und so, weg ist es. Wir waren zwar richtig erbärmlich, aber das ist mir egal. Ja, 4 Minuten 15 war lustig. Ich finde, das macht so Bock. Das macht so unendlich Bock. Richtig geil. Im Gegensatz zu normalen Spielen macht mir das hier als Cop echt mehr Spaß als Raser. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben ein neues Auto erhalten. Das ist gut so. Neues Fahrzeug beschafft. Mercedes-Benz AMG SL65 AMG Black Series. Series. Geiles Auto. 2009, 299.000. Der ultimative AMG Black Series. Ja, Leute, für heute war's das. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.